Ja, so viel dazu. Deswegen gucke ich immer im Internet, wenn ich im Saturn vor den Alben stehe und denke mir so, jo, da haben sie leider die größere Version. Also kann ich Saturn leider nicht unterstützen. Ich kaufe gerne Retail. Ich kaufe oft und gerne Retail. Um A, den Einzelhandel zu unterstützen. B, ich fühle mich auch im Einzelhandel sehr wohl. Vor allem der Saturn bei mir hier in der Umgebung. Ich finde ihn super. Ich fühle mich dort immer gut beraten. Ich fühle mich dort gut aufgehoben. Und ja, die Mitarbeiter, die Kundenbetreuer sind wirklich sehr nett. Also ich habe mir die Elgato HD60S kaufen wollen. Online stand, das ist in meinem Saturn verfügbar. Bin ich hingegangen. Hab so ein bisschen geguckt, hab oben bei den Spielen geguckt. Hab dann unten in der PC-Abteilung nochmal geguckt, überall. Gibt ja auch so eine Abteilung, so Recording-Zeugs. Also da sind Mikrofone, da sind Headsets, da sind Webcams und der ganze Bums. Würde für mich Sinn ergeben, wenn dort halt auch eine Game-Capture-Card ist. Ja, ist nicht. Dann bin ich bin dann auf die Suche gegangen. PC-Abteilung ist auf einem anderen Stockwerk als die Games-Abteilung. Wobei das jetzt beim Umbau, glaube ich, auch verändert wird, aber keine Ahnung. Ich habe gerade noch mal geguckt, ob dort Zeppelins liegen. Ja, auf jeden Fall bin ich dann rumgeirrt und habe Mitarbeiter gesucht. Ich habe kein Schwein gefunden. Gut, dachte ich mir, muss ich halt in die nächste Abteilung gehen. Und statt dass ich zu Haushaltsgeräten gehe, gehe ich halt in die PC-Abteilung. Also in die Spielabteilung. Gut. Gesagt, getan. Bin in die Spielabteilung gegangen. Ach, jetzt weiß ich auch, was ich mit dem Eichenholz wollte. Hat da mit einem Mitarbeiter gesprochen, der meinte, ja, da kann ich Ihnen leider nicht wirklich helfen. Dafür sind die Kollegen und aus der PC-Technik zuständig. Meine ich, ja, danke, da habe ich auch gerade gesucht. Da ist leider keiner. Jeder ist keiner. Da müssten doch Leute sein. Ja gut, vorher waren dort Leute. Die waren aber im Gespräch vertieft. Ich finde es unhöflich, wenn ich als Kunde sehe, der Mitarbeiter ist gerade im Gespräch. Der belästigt ihn dann nochmal. Also im Kundengespräch. Ne? War ja nicht so, dass der irgendwie privat gequatscht hätte, sondern der hatte gerade einen Kunden an der Angel. Da stelle ich mich nicht... Es wird gerade Nacht, deswegen bleibe ich hier doof stehen. Da stelle ich mich nicht daneben und sage, ey, sorry, können Sie mal. Es gehört sich nicht. Der andere Kunde war halt zuerst da. Und die waren halt alle belegt. Dann bin ich zu ihm hin und meinte, ja, da ist halt keiner. Wie, da ist keiner? Ja, da müssten jetzt eigentlich Kollegen sein. Ja, ich komm mal mitgucken. Wir finden schon einen. Okay. Dann sind wir runtergegangen. Und wirklich die gesamte Ebene abgelaufen. Also natürlich nicht jeden Quadratmeter einzeln begangen, sondern... zu den verschiedenen Abteilungen, Laptops, PC-Zeug, Fernseher und so, und haben da eben über die Schauregale geguckt, da wo wir nicht einsehen konnten, sind wir auch hintergegangen. Ja, war keiner zu finden. Also diesmal war halt wirklich keiner da. Nicht nur, dass die im Gespräch waren, nee, es war halt original keiner da. Dann meinte er, ja gut, haben sie recht, hier ist halt wirklich keiner. Ja gut, dann lässt er mal einen Kollegen ausrufen. Hat einen Kollegen ausrufen lassen. Ja, ja. Man hat auch die Nummer durchgegeben. Die nette Dame, die dann die Durchsage gemacht hat, hat dann eine falsche Nummer durchgerufen. Also die Abteilungen sind anscheinend Nummern kodiert. Und er meinte, ja, hier ist der und der aus der PC-Abteilung und ruf doch mal einen Kollegen für die Nummer aus. Dann ruft die Nummer aus und er meint, oh, Schätzchen, das ist die falsche Nummer. Habt ihr die richtige Nummer gesagt? Dann ruft er dann nochmal an. Ja, du hast gerade eben die falsche Nummer durchgegeben. Wir brauchen diese Nummer. Ach so, ja. Und dann, Kollege für so und so. Meldet sich keiner. Wir warten. Dann meint er, ey, tut mir leid, das hat heute keinen Sinn mehr. Wir sind maßlos unterbesetzt durch Krankenstand und ja, will sie hier jetzt auch nicht weiter warten lassen. Ohne das, was bei rauskommt.
Er hatte nochmal selber im System nachgesehen. Ich habe ihm halt die Produktnummer gegeben. Achso, nee, das war vorher schon. Vorher habe ich ihm die Produktnummer gegeben. Und er meinte ja, online steht drin, dass sie die Capture Card haben, aber offline halt nicht. Ah, hier habe ich einen zu früh angefangen. Und dann meinte er, ja gut, vielleicht haben die Kollegen eine Idee. Genau, und dann sind wir auf die Suche gegangen. Auf die Odyssee. Ja, und eben am Ende meinte er, tut mir leid, es hat keinen Sinn, das heute zu machen. Sind unterbesetzt. Er kennt sich leider nicht in der Abteilung aus, weil hier die Spiele- und Musikabteilung ist sein Reich. Hat mir eine Karte gegeben. Ich soll mal anrufen, dass sie das dann bereitlegen für mich, dass ich das nur noch abholen brauche. Na komm, einen können wir noch. Und ja, dann habe ich einfach letztendlich die Online-Bestellung zum Saturn genutzt. Gibt es ja die Möglichkeit, dass man sich Dinge zum Saturn bestellt, dass die dann eben dort bereit liegen. Dann kann man die vor Ort zahlen oder bereits vorkaufen, dass man es wirklich nur noch abholen braucht. Ich habe es, glaube ich, vor Ort gezahlt. Mag ich lieber. Wenn ich was noch nicht in der Hand habe, mag ich es lieber, das vor Ort zu zahlen. Zumal das ja keinen großen Unterschied macht, ob ich das nur mit PayPal vorneweg zahle oder ob ich das vor Ort dann zahle. Dann denke ich mir, okay, dann zahle ich es lieber vor Ort. Einen Augenblick. Jawohl. Ups. Ah, scheiße, ich habe die Nacht übersprungen. Das wollte ich doch gar nicht. Ja. Und dann habe ich die Karte bestellt, abgeholt. Alles kein Problem. Aber er hat sich halt echt die Mühe gemacht. Und später, das war ganz cool, da war ich gerade in der Musikabteilung im Saturn. Und er war da gerade am Alben verräumen. Und ich stromme da halt so ein bisschen hinter ihm rum, ne, weil ich gerade halt nach Musik geguckt habe. Er guckt mich an. Wir hatten schon mal miteinander zu tun, oder? Sie haben hier irgendwas gesucht. Meine ich, ja, ich habe hier eine Game Capture Card gesucht. Ah, ja, genau, daran erinnert er sich noch. Ich bleibe im Gedächtnis. Und da habe ich nur gefunden, was ich gesucht habe, meine ich, ja. Ich habe es mir einfach hierher bestellt und dann abgeholt. Ja, war eine gute Idee. Hm, finde ich auch. Dass ich mir die Zäune hier, die Dinger gebaut habe, war jetzt ein bisschen verschwindet. Also ich bleibe im Gedächtnis. Ich kann auch eine ganze Abteilung beschäftigen. Das habe ich auch schon im Galeria Kaufhof gehabt. Weil Abi-Feier stand bevor und ich brauchte halt Klamotten. Weil meine Familie fand es ein bisschen unangemessen, dass ich in T-Shirt und Jeans dorthin gegangen wäre. Es ist mir ja wirklich herzlich egal, ich finde Anzüge scheiße. Eichenholz? Nice. Boah, und dann Galeria Kaufhof. Und ich mag keine Anzüge. Wir sind da wirklich erstmal in die Etage gegangen. Und ich meinte, ja, meine Familie will halt, dass ich Hemd und Jackett trage. Ich konnte wenigstens runterhandeln, dass ich keine Anzughose brauche. Ja, und dann wurden mir halt eben auch teilweise Anzüge gezeigt und ich meine, nein, ich möchte keinen Anzug. Es ist schon für mich eine Überwindung, ein Hemd zu tragen, geschweige denn ein Jackett. Eine Anzughose wäre dann so das größte Übel und ja, ich habe halt echt keinen Bock auf so eine scheiß Anzughose. Ist das nicht ein schöner Aussichtsturm? Also, gut, Wachturm, nicht Aussichtsturm.
Nee. Kann ich hier dran schon Fackeln platzieren? Beziehungsweise ging das überhaupt? Okay, da muss ich noch ein bisschen höher. Scheiße. Arg, Zäune verwirren mich. So passt das. Ich will das mal von unserem Aussichtsturm da drüben sehen. Au. Au. Also erstmal auf die Karte schauen. Warum habe ich hier schon wieder ein Ei im Inventar? Ich will so einen Müll nicht. Hier. Der Rahmen kann direkt wieder dahin. Genau, und jetzt überarbeitet sich unser Turm. Okay, scheint richtig zu sein. Was ist denn da? Achso, das fällt hier rechts. Aussichtsturm, genau. Ja, und dann im Galeria haben sie mir dann diverse Jackets in der Hand gedrückt. Dann habe ich eins anprobiert, also mehrere anprobiert. Meinte zu einem, okay, das passt. Sah auch ganz gut aus. Habe ich noch ein Hemd bekommen, das hat auch gepasst. Und ja, diverse Jeans habe ich durchprobiert. Bis ich eine gefunden habe, die passte. Die war wirklich eine sehr dunkle blaue Jeans. Auch der steife Jeansstoff. Gut, schön ist anders. Also schön ist halt wirklich anders. Aber gut, das ist jetzt nicht das Problem. Ich werde den Turm sowieso noch überarbeiten. Der bleibt nicht so. Das ist auch schon geplant, dass der nicht so bleibt. Keine Sorge. Upsala. Ups. Man fragt sich, warum ich keine Ausrüstung mehr habe. Hm. Naja. Diverse Jeans durchprobiert. Eine, die sehr gut aussieht. Genommen und ja, dann wollten sie mir noch Einstecktücher andrehen. Meine ich, ey Leute. Ich wollte schon nicht mal einen Anzug. Sicher, dass ich dann ein Einstecktuch brauche. Ich weiß nicht mal, ob mein Jackett nur eine aufgenähte Brusttasche hat oder ob das wirklich eine Brusttasche hat. Mal ganz davon abgesehen. Und dann wollen sie mir ein Einstecktuch andrehen. Ja, ne, sicher. Ich stelle mich eben eine Truhe hin. Um da so ein bisschen Müll reinzuschmeißen. Sowas hier. Ich hätte jetzt nicht in der Nacht brauche. Zombie Villager würde ich dort in das Haus reinpullen. Creeper. Ich habe noch ein Schwert für mich auf. Das ist nicht gut. Das ist ein normaler Zombie. Fackel, das ist auch nicht gut, aber das ist jetzt zum Glück irrelevant. Ja, ich konnte sie dann vom Einstecktuch abbringen. Ich konnte sie auch relativ zeitig von der Idee abbringen, mir irgendwie einen Anzug andrehen zu wollen.
aber die ganze Abteilung. Also wirklich, es ist eine Etage rumgewuselt. Weil die, ja, alle für mich zusammengesucht haben. Ich finde es witzig. Und den dann eben im Saturn ist halt auch der Mitarbeiter rumgetigert, um mir zu helfen. Ich bleib halt im Gedächtnis. Na, scheiße. Na, du scheiß Spinne, spring nicht über meine Pfeile drüber. Hier. Das sind Zombies, Skelette und Zombie. Aber kein Villager-Zombie, dafür sind dort oben zwei Creeper. Und da ist ein Zombie. Versteckt sich fast in den Bäumen. Aber dort ist ein Creeper. Bleib mal weg. Noch. Meine, mit den Spinnen kann ich es ja so noch aufnehmen. Mit den Zombies auch, aber Creeper und Skelette sind halt echt undankbar. Das ist ein Zombie-Villager. Mit einer gesamten Zombie-Horde hier. Ich fühle mich wie bei Walking Dead. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht den Villager verprügele. Zack, eine Stelle hat er schon mitbekommen. So. Nice. Komm mal mit. Komm her, du Arschloch. Ich hab nichts, um mich hier rauszubauen. Wir müssen jetzt schnell die Tür hier zu machen. Ich hab einen Villager im Wüstendorf. So, und jetzt schlaf ich mal schnell eine Runde. Damit es Tag wird und mir keine anderen Viecher hier im Dorf umtigern. Da ist immer noch ein Zombie. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis der zum Villager wird. Ups, der ging voll drüber. Jetzt können wir noch ein bisschen hier Loot einsammeln.
Spinne hier killen. Aua. Oh, und wir können uns, glaube ich, langsam auf Achievement-Jagd machen. Da drin steht er. Erfolge. Oder, nee, es gibt noch nicht die ganzen coolen Achievements. Schade. Voll in den Tisch reingebackt. Ach ja. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nur warten, bis der zum Villager wird. Aber das kann ja anscheinend noch ein bisschen dauern. Aber ich versuche jetzt das Jump'n'Run hier zu schaffen. Wahrscheinlich zerlegt mir dabei meine Brustrüstung. Meine Fresse, warum springst du Hurensohn nicht? Steve, du bist echt ein Arschloch. Ich glaube, der Sprung ist sogar machbar. Nee, ist er nicht. Jetzt haben wir einen Villager. Wo kommst du her? Hallo? Oh, du willst Emeralds haben, Mann. Sonst baue ich die Tür erstmal hier wieder richtig ein. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.